Hallo, Desorimier. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns die Situation uns anschauen zwischen dir und deinem Gegenüberliegender. Ja? Und das ist ja so, falls du jetzt dich auch in einem Liebesdreieck befindest, ja, könntest du mit dieser Legung resonieren. Das bedeutet, hier werden wir einfach schauen, ja, was diese Person ja über dich denkt, okay? Was sind seine Gefühle und was ist, was er dir gerne oder sie gerne dir sagen möchte, aber bringt das nicht rüber, ja? Das ist ja auch so, viele fragen immer, ja, über solche Legungen und ich habe mir gedacht, wieso nicht, dass wir jetzt noch mal so eine Legung machen. Die mache ich ja nicht öfters. Ich mache das immer eigentlich nur für die Sternzeichen. Aber wir werden jetzt einmal hier die Dynamik uns anschauen. Erstmal werde ich dich beschreiben, diese Person beschreiben. Wenn du jetzt sagst, Katja, du beschreibst mich oder du beschreibst diese Person, dann hörst du es dir weiter an. Und wenn du sagst, nee, das passt gar nicht, dann lässt du es auch sein. Ja? Also ich werde jetzt starten, indem ich dich oder die Person, also dein Gegenüberliegende, auch beschreibe. Natürlicherweise kann es auch gut sein, dass hier mehrere Personen sind. Ja, es geht nämlich hier auch tatsächlich manchmal um Liebesdreiecke. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Und zwar, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich habe nämlich so viele Karten vor mir, mit welche ich starten möchte. Und zwar mit dem hier. Mit diesen wunderbaren Reflexionskarten mal schauen, wo du dich befindest gerade, ja, oder auch diese Person. Um was geht es hier? Mal schauen, die Startenergie, dich habe ich gesehen, ja, und dich will ich auch haben. Dich habe ich gesehen. Leere, hier fühlt sich jemand leer. Was ist dein Sinn des Lebens? Sei achtsam. Erlebe bewusst jeden Augenblick und genieße es. Aber es kann nicht hier genossen werden. Irgendeiner von euch kann diese Situation nicht richtig genießen, weil das ist wie wenn eine Leere da ist, ja. Und diese Leere kommt davon, Desoromio, wenn man wirklich mit jemandem zusammen sein möchte, aber diese Person erwidert das auch nicht, ja. Oder tatsächlich, es gibt andere Faktoren, ja, die diese Beziehung beeinflussen. Du kannst jetzt sagen, Katja, ich befinde mich genau da. Ja, ich bin diese Dame, die hier reflektiert, überlegt, was ist es überhaupt? Ja, was möchte das Leben dir mitgeben auf dem Weg? Wahrscheinlich wirst du ganz viel lernen. Ja, du wirst von solchen Situationen da, gerade wo man wirklich in so eine Phase ist, ja, in dem man nicht weiterkommt in der Liebe oder man sagt, ich tue nie die richtige Person kennenlernen. Erst da versteht man wirklich den Sinn des Lebens. Wieso passiert das mir? Wieso bin ich wieder an dieser Stelle? Ja, weil es einfach irgendwelche Blockaden gibt in deinem Leben, ja, und die kannst du nur sehen, wenn du jemanden hast, der sie dir zeigt. Weil dein Partner oder dein Gegenüberliegender ist immer ein Spiegelbild, ja? Und das verstehst du nur, wenn solche Menschen in deinem Leben eintreten. Wenn alles rosig verlaufen würde, würde das genauso langweilig sein für die Seele, ja? Also bei dir jetzt, Soromio, ich könnte mir vorstellen, oder bei deinem Partner, dass hier irgendwo eine Leere ist, ja? Was haben wir hier bereuen? Hier bereut jemand irgendetwas? Lerne daraus, Einsicht, etwas Falsches getan zu haben, hilft dir, es besser zu machen. Okay, Fehlern zu machen ist menschlich. Man kann einen Fehler machen. Es ist aber wichtig, dass man diesen Fehler sieht, dass man es zugibt. Ja, das ist schon mal das Allerwichtigste. Ein Mensch, der bereuen tut, ja, der quasi sich bewusst wird, ich habe jemand anderem wehgetan. Das ist das allerwichtigste Schritt, was man tun kann. Okay? Nicht sofort rübergehen und sagen, ich entschuldige mich, ja, sondern dass du gerade einen Fehler gemacht hast. Es gibt Menschen, die wirklich diesen Drang haben, sich zu entschuldigen. Aber es gibt Menschen, die es niemals zugeben werden. Aber trotzdem wissen sie, dass sie im Falschen sind. Und es gibt Momente, in denen wir alle mal falsch agieren. Ja? Also hier geht es um eine Person, die wahrscheinlich sich auch sehr allein fühlt, ja, hat aber auch sehr vieles bereut, könnte aber auch gut sein, Desoromio, du bist in einer Phase, an der du sagst, ich habe das zugelassen. Ich bin diejenige oder derjenige, die diese Situation zugelassen hat. Dank mir
ja, hat diese Person es mir angetan? Ja, das ist klar, das ist deine Seele gewesen, die hat das so gewollt. Die Persönlichkeit spielt da ganz anderen Aspekt, also die Persönlichkeit agiert immer nach dem Ego. Und wenn du so denkst, dass du jetzt sagst, genau, jetzt bin ich an der Reihe, ich weiß, dass ich was lerne, dann ist es die Seele. Dann bist du hier wirklich verbunden mit der Seele. Weil wenn du jetzt sagen würdest, oh nee, schon wieder ich, immer ich bin immer die Schuldige in jeder Beziehung oder ich bekomme immer die falsche Person ab. Das ist das Ego. Das Ego lässt dich nicht weit sehen. Das Ego lässt dich nicht erkennen, wieso solche Beziehungen auf dich zutreffen. Ja, wir gehen hier ein bisschen tief heute mal rein. Ja, ich möchte jetzt nicht nur diese Liebeslegung machen, sondern ich möchte euch auch etwas zeigen. Ja, etwas. Das ist wie wenn du sagst, Katja, ich weiß, dass ich etwas gelernt habe. Oder ich weiß, dass ich etwas lernen könnte, aber ich weiß nicht ganz genau was. Und das werden wir uns auch sehen. Was lernst du mit dieser Beziehung? Woran bist du gewachsen? Weil man wächst auch mit einer Beziehung, ja, auch mit falschen Menschen. Das ist ja klar, der karmische Partner hat auch immer dir etwas beizubringen. Sonst würdest du hier keinen karmischen Partner anziehen, ja? Also tatsächlich geht es hier um zwei Energien oder auch mehrere Energien. Das kann gut sein, du redest hier immer noch von einer Energie oder das könnte hier deine Person darstellen und die Person, die gegenüber dir ist. Auch wenn du jetzt mit ihm oder mit ihr keinen Kontakt hast. Ja, diese Person kommt in deiner Energie raus. Okay? Auch wenn das Jahre sind. Manchmal, ich sag ja, private Legungen, da merke ich Menschen, die schon lange keinen Kontakt mehr gehabt haben mit seinem Ex oder Ex-Freundin. Und tatsächlich, wenn ich die Beschreibung mache von dieser Person, dann heißt es, Katja, das ist aber mein Ex. Ja, weil dein Ex immer noch in dir ist, in deiner Energie, ja. Du hast dich noch nicht richtig befreit, okay? Gut, ich stelle jetzt die Karten hierher. Machen wir weiter, weil ich versuche jetzt wirklich auch dich zu beschreiben, also quasi dich oder die andere Person, weil du solltest ja auch dann verstehen, ist es meine Legung? Spricht die Katja mich an? Oder du sagst einfach, ich höre es mir einfach an. Das gibt's ja auch, ja? Du bist ja wirklich offen. Du nimmst das mit Leichtigkeit. Du hörst es dir einfach an, auch wenn die Beschreibung jetzt nicht hundertprozentig passt, das ist ja auch klar. Trotzdem spürst du diesen Drang, dran zu bleiben, ja? Dann mach das auch. Hay un vicio tossico. Also, un vicio tossico bedeutet, du hast irgendwie eine Angewogenheit. Angewohnheit. Ja, Entschuldigung, nicht, dass ich das falsch sage. Zum Beispiel Rauchen. Rauchen ist, kann auch toxisch sein, ist aber auch eine Angewohnheit, die du hast. Ja, trinken. Trinken kann auch eine Angewohnheit sein. Spielen. Ja, hier ist jemand, der vielleicht auch, wie sagt man, das tendiert oder sich in das Trinken hineingestürzt hat. Viele Menschen machen das. Wenn sie keinen Ausweg sehen, sehen sie nur die Flasche vor sich. Ja, da kriegt man richtig Gänsehaut. Aber es könnte auch gut sein, ich beschreibe jetzt diese Person. Ja, wundere dich nicht, weil nicht unbedingt muss es jetzt hier deine Energie sein. Ja, weiter. Ekonformista. Also, wir haben ja eine Person, die richtig geschlossen ist. Richtig geschlossen. Also ich beschreibe hier eine Person, die nicht offen ist. Also wundert, also ich wundere mich nicht und wundert euch nicht, wenn du mit dieser Person überhaupt nicht mehr zusammen bist, ja? Wenn du überhaupt nicht mit dieser Person Kontakt hast, weil diese Person ist wahrscheinlich geschlossen, ist eine Person, die nach Regeln spielt, ja? Was die anderen sagen, ist mir wichtig. Okay, was die anderen von mir denken, ist mir wichtig und von meiner Persönlichkeit, weil hier spielt das Ego eine große Rolle und Ekonformista bedeutet auch, das ist eine Person, die hier zum Beispiel, das ist immer diese Religionen, ja, zum Beispiel, er hat eine Religion, er ist jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, er ist Muslime und bei den Muslimen gibt es auch sehr viele, wie sagt man das? Es gibt sehr viele Dinge, die man nicht machen darf. Ja, also ich habe sehr viele türkische Freunde gehabt. Ich habe immer noch, ich bin auch mit einer Kurdin aufgewachsen. Ja, meine beste Freundin war auch eine Kurdin. Und ich muss sagen, die haben seine Regeln. Und nicht jeder spielt nach diesen Regeln. Ja, also viele Frauen bevorzugen diese Regeln nicht oder halten nicht viel davon. Ja, weil sie sich eingeschlossen fühlen. Und stell dir jetzt mal vor, du hast mit einem von diesem Mann zu tun, der hier aber auch katholisch sein könnte, ja, oder evangelisch, das spielt gar keine Rolle, aber er ist fixiert.
Er hat seine Tabus, ja, und diese Tabus dürfen hier nicht, wie sagt man das? Man darf diese Tabus nicht brechen, um Gottes Willen, ja. Wenn das im Koran steht oder in der Bibel, dann ist es auch so. Aber wer sagt das? Versteht ihr? Das ist ein Stück Papier. Was ich immer die Menschen einlade zu machen, ist: Glaubt an eure Stimme. Glaubt an euch Menschen, eure Intuition. Glaubt nicht an ein Stück Papier oder jemand, der etwas geschrieben hat, weil du weißt ja nicht wirklich, was dahinter steckt. Ja, die Bibel zum Beispiel, unsere Bibel, wurde ganz oft verändert. Ja, das ist der Wahnsinn, wie oft sie verändert worden ist. Und wie kann man noch glauben, ja? Und dann gibt es auch noch, wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das richtig sage, aber es gibt die Bibel Apophici, das sind die Bibel, die die Kirche nicht akzeptiert. Das sind zum Beispiel neue, ja, Enoch, Entschuldigung, Enoch, die Bibel von Enoch, ja, ist mir jetzt nicht eingefallen. Die habe ich jetzt auch teilweise gelesen und die spricht von einer ganz anderen Sichtweise, ja. Es gibt viele, viele Bibeln, ja, die nicht anerkannt werden. Das ist ja das Gleiche, wenn du jetzt mit einem Priester redest und du redest über die Inkarnation. Er schaut dich dumm an. Ja? Also, das ist jetzt hier nicht nur der Muslime, sondern es sind ja alle Menschen, die in dieser Welt leben. Ja? Konformista bedeutet einfach geschlossen zu sein, nicht geöffnet zu sein. Ja? Akzeptiert nicht die Meinung von anderen, sieht nur seine Meinung, ja? Geht für seinen Weg. Und wie kannst du mit so einer Person zusammen sein? Nicht. Nicht, also ich denke nicht. Wenn du offen bist und du dir dieses Video anhörst, dann denke ich nicht, dass du so eine Person oder quasi dein Leben mit so einer Person teilen kannst. Wahrscheinlich hast du von ihm etwas gelernt oder von ihr, ja? Das könnte hier gut sein. Machen wir weiter. Si offende facilmente, also dieser Mann oder diese Frau hat hier schon einen üblen Charakter, okay? Ich denke nicht, dass du jetzt hier dich befindest in dieser Legung, ja? Also ich denke nicht. Ich habe das Gefühl, diese Beschreibung ist von der anderen Person, ja? Das ist eine Person, die gleich beleidigt wird. Sobald du etwas sagst, es ist normal, ja? Es gibt solche Menschen, sensible Menschen. Aber weißt du, man kann nicht mal scherzen. Man kann nicht sagen, der andere versteht das gleich falsch, ja? Also wirklich keine guten Charakter. È una persona gelosa ist auch noch eifersüchtig, auch noch dem, das hat gefehlt. Diese Person ist sehr, sehr eifersüchtig. È una persona che non riesce a stare da sola. Und hier hast du schon la conferma, die Bestätigung. Das ist dieselbe Person, die ich jetzt gerade hier beschreibe. Danke, liebe Geistführer. Diese Person fühlt sich hier leer. Und diese Leere kommt von innen. Du kannst diese Leere nicht mit jemand anderem füllen. Die Leere solltest du mit Liebe füllen. Von dir, deine eigene Liebe, deine Wertschätzung. Und diese Person liebt das nicht, alleine zu sein. Also du hast mit jemand zu tun, der wahrscheinlich Komplikationen hat. Vielleicht auch unstabil ist in der Liebe. Vielleicht auch, wie sagt man das, gerade wirklich Phasen durchmacht. Ja, es gibt manchmal solche Phasen im Leben. Das heißt jetzt nicht, dass diese Person total falsch ist, aber ich denke mal, diese Person sollte lernen, sich zu öffnen. Ja, ganz einfach und ganz simpel. Also ich weiß jetzt gar nicht, wohin mit den Karten. Wir machen das so, weil ich weiß nicht mehr, wohin. Ich habe noch ganz viele Karten, die auf mich warten. Ich habe dir gesagt, das wird hier eine große Legung sein. Ja, ich nehme mir richtig Zeit. Wir gehen richtig in profundità, richtig in die Tiefe rein. Ja, wir sind hier in dieser, ich sag Pluto-Energie, ja, wir gehen richtig, richtig rein, ja, und schauen mal, was wir rausholen können, ja. Okay, ich beschreibe hier immer noch die Situation, dich gefühlsmäßig, aber auch die andere Person, ja. Unsere Karten werden hier uns die Dynamik beschreiben, um was es hier geht. Da bin ich jetzt auch selber sehr gespannt. Wie gesagt, bis jetzt haben alle Karten resoniert. Es ist eine Person, die geschlossen ist, eine Person, die nicht leicht ist, aber auch eine Person, die wahrscheinlich Fehler gemacht hat und auch gleichzeitig diese Fehler bereut. Ja, ich habe hier einen Fehler gemacht. Rivale. Also, wir können hier schon mal von einer dritten Person reden. Es geht hier auch um eine Dreieckbeziehung, ja, weil hier gibt es einen Gegner. Pause, und diese Pause hast du gut gemacht. Du hast eine Pause genommen. Also, ich denke, entweder hat er sich hier eine Pause genommen.
oder du hast dir eine Pause genommen. Und diese Pause ist hier nicht umsonst gewesen. Das hat schon geholfen, das hilft, ja. Weil wenn diese Person hier diese Pause braucht, dann denke ich schon mehr als ein paar Monate, ja. Also lass ihn ruhig in seiner Welt. Lass ihn ruhig reflektieren. Lass ihn bitte auch diesen Raum, ja, diese Zeit. Weil ich denke, er kann das nicht von heute auf morgen ändern. So eine Person ändert sich nicht von heute auf morgen, ja. Greschita, wow, sehr, sehr schön. Wer weiß, vielleicht hast du schon eine neue Person kennengelernt. Lacrime. Okay, ich nehme noch mal eine. Gerade die hier. Dubia, ja, sehr viel Zweifel. Sehr viel Zweifel. Es ist auch so, man wird hier nicht verstanden. Und es geht hier in die Fülle. Es wächst hier etwas. Könnte ja auch gut sein, dass du gerade entweder in deinem Leben, ja, du, wenn du jetzt zuguckst, du bist jetzt derjenige oder diejenige, ob du Frau oder Mann bist, ja, du bist jetzt dabei, dein Leben wieder in Ordnung zu bringen. Du bist gerade dabei, wirklich in deinem Leben wieder diese Harmonie zu finden, die du verloren hast wegen dieser Person. Ich denke, du hast, du hast sehr viel Zeit verloren mit dieser Person. Diese Person hat dir sehr viel Zeit, also du hast mit ihm oder mit ihr sehr viel Zeit investiert. Und ich sage mal so, das reicht. Das reicht, ja, das Romeo. Es reicht. Investiere keine Zeit mehr mit dieser Person, weil wenn diese Person wieder kommen wird, wird das wieder so sein. Mit dieser Person würde ich nichts anfangen. Ich würde diese Person hinter mir lassen, wenn ich dir diesen Tipp geben kann. Ja, ich gebe ihn dir wirklich mit dem Herz in der Hand, weil es ist nicht eine Person, mit der du zusammen sein kannst. Erstens, weil diese Person nicht mal weiß, was sie will und dich auch noch durcheinander bringt. Weil guck mal, das ist so, wenn du wachsen willst aus einer Situation, egal welche Situation es ist, es sind immer Beziehungen, die uns wachsen lassen. Es gibt Beziehungen, die uns in dem Moment destabilisieren, okay, und dann gibt es Beziehungen, die uns stabilisieren. Und das ist gerade das Gegenteil. Diese Beziehung bringt dir nur mehr Zweifel, mehr Probleme. Verstehst du das? Also, falls du jetzt mit dieser Person, okay, wieder Kontakt hast, würde ich sagen, mach sehr langsam. Sehr, sehr langsam, ja. Was ich dir aber auch sagen kann, ist, dass diese Person vielleicht auch, das ist ja klar, da ist eine Gegner, jemand, der diese Person steuert. Und sobald oder solange diese Person noch da ist, würde ich mit ihm nichts anfangen oder mit ihr. Weil diese Person wird andauernd gesteuert. Wenn es wirklich so ist, dass dieser Gegner diese Person steuert, manipuliert, dann bringt es nichts in eure Beziehung. Weil es wird immer wieder zu Momente führen, in dem ihr zusammenfallen würdet. Okay? Was ich dir empfehle ist, such dir oder sei hier wachsam für dein Liebesleben. Du kannst mehr erreichen. Du kannst eine neue Person kennenlernen. Du kannst aber auch mit dieser Situation wachsen, dass du jetzt sagst, Katja, was ich alles gemacht habe für ihn oder für sie, da hast du gar keine Ahnung. Ich habe so viel Tränen geflossen, dass ich nicht mal welche mehr habe. Ja, das ist schon hart. Ich weiß, das ist hart. Aber bei so einer Person, weißt du, man weiß jetzt hier nicht ganz genau, ob er jetzt hier unstabil ist. Ich rede jetzt in dieser weiblichen Form, du setzt das um. Ob er jetzt hier einen starken Problem hat, psychisch, und er irgendwie Unterstützung braucht. Ja, und vielleicht ist es auch so, dass diese Unterstützung das Ganze manipuliert. Ja, manchmal ist es so, Menschen, die sehr unstabil sind, lassen sich von anderen Menschen manipulieren. Okay? Und da sollte man vorsichtig sein, weil es ist so, wie wenn du auch mit dieser Person nie ankommen würdest. Nie. Also deswegen gebe ich dir auch den Tipp. Ihr werdet euch nicht verstehen können, ja? Solange er sich nicht öffnet. Solange, ich sage jetzt mal er, wenn du ein er bist, ja, ein Mann, du setzt das um. Solange er sich nicht öffnet und nicht das versteht und nicht das einsieht, ist er nicht bereit für diese Beziehung. Und genauso, wenn er manipuliert wird, weil wenn er jemand braucht, der ihm das Weg weist und die Dinge auch sagt, dann ist er nicht fähig. Das könnte ja auch eine Mutter sein, dass du jetzt sagst, boah, Katja, ich habe eine Beziehung mit jemand geführt, ja, wir waren zusammen und die Mama hat immer alles gemacht oder die Schwester oder auch die Ex.
Es gibt noch solche Personen. Es gibt tonnenweise von solchen Personen, die wirklich nicht sein Leben auf die Reihe bekommen. Und immer wieder leiten das die anderen. Und in dieser Situation würde ich sagen, er bereut etwas. Er hat das schon gemerkt. Er ist nicht blind. Aber ich weiß nicht, ob er da daran arbeiten wird. Also soweit ich hier sehen kann, nicht so, ja. Er nicht. Er nicht. Also ich würde hier sagen, lass diesen Kerl oder diese Frau in Ruhe. Ja, lass ihn einfach diese Zeit, wenn du wirklich sagst, Katja, ich kann ohne ihn nicht, ja. Ich habe dieses Bedürfnis, mit ihm zusammen zu sein. Dann lass ihn aber Zeit. Weil ich denke nicht, dass diese Person von heute auf morgen sich verändern wird, okay? Guck mal, ich setze das so, weil ich weiß gar nicht mehr wohin. Warte mal, außer ich rutsche hier ein bisschen, aber dann schmeiße ich meinen Kaffee rüber. Der landet dann wo ganz anders. Ja, das machen wir so, ja. Ich habe sie gesagt, ich gehe richtig tief in der Legung rein. Das ist jetzt hier nicht nur Prognosen, Zukunft, also das ist immer so eine Sache mit dieser Zukunftsprognose. Die meisten wollen immer wissen, wissen, wissen. Das sind aber immer Tendenzen, ja. Was mir wichtig ist, woran arbeite ich? Woran hapert es in meiner Beziehung? Was kann ich tun, ja? Weil du willst ja die Lösung haben. Du willst ja nicht nur den Mann haben. Also ich sag dir mal so, ich rede jetzt, wie wenn ich mit einer Freundin reden würde, ja? Was ich auch den Menschen empfehle, wenn sie mit mir private Legungen machen, ja, es gibt doch ein paar, ja, die sagen, ja, kennst du vielleicht jemanden, der Magie macht? Okay, stell dir jetzt mal vor. Ich stell dir jemanden vor, der Magie macht, okay? Es gibt viele, die sowas praktizieren, okay? Und bei uns in jeder, ich sage immer, bei uns in ogni casa c'è una, in jedem Haus befindet sich ein Mensch, der sowas kann, ja, bei uns im Süden. Das ist auch ein bisschen gefährlich, diese Sache, ja, das ist sehr gefährlich. Und stell dir mal vor, diese Frau macht das, was du dir wünschst. Sie holt dir deinen Mann, ja, den Mann, den du dir wünschst. Ich wünsche mir diesen Mann. Was passiert dann? Denkst du, dieser Mann bleibt oder bleibt bei dir? Sagen wir mal, er bleibt, okay? Aber er ist nicht geändert, weil es nicht seine Seele. Seine Seele ist nicht verändert. Die Seele ist immer noch da oben und guckt zu und versucht, sich zu lösen, ja? Deswegen bringt Magie nichts in der Liebe. Das bringt nichts, weil es sind Schicksale, die nicht zusammengehören, ja? Und deswegen ist es auch hier so gemeint, meine Liebe, ja? Dass du hier sagst, okay, wenn diese Person nicht die richtige Person ist, ja, dann sollte ich schauen, dass ich entweder weiterkomme oder ich warte, bis er sich verändert. Aber ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Ja, weil es gibt Frauen, die sind sehr geduldig oder Männer, die sind sehr, sehr geduldig, warten ein Jahr, 2 Jahre und dann haben sie die Zeit verschwendet. Wirklich Gold, Gold. Die Zeit ist schon Gold. Weißt du, weil du kannst in dieser Zeit so viel machen, anstatt jemanden hinterher zu rennen, ja? Und das ist immer das, was ich meine. Man spielt nicht mit Magie, man sollte aufpassen, egal wie sehr du diesen Mann magst oder diese Frau. Versuche das nicht mit Magie hinzubekommen. Und deswegen mache ich auch diese Legung, weil wir wollen ja auch wissen, wo hapert's. Und dieser Mann oder diese Frau, natürlicherweise, wenn du jetzt ein Mann bist, du kannst es umsetzen, ist hier in Schwierigkeiten. Er weiß gar nicht mal wohin. Er sollte an sich wirklich arbeiten. Es ist dringend gebraucht. Er ist hier in einer Dipendenza, in einer Abhängigkeit, okay? Er ist konformista, also er ist geschlossen. Er denkt, dass die Religion und all das, was die Menschen sagen, deswegen sage ich ja, er könnte hier auch sehr schnell manipulationsfähig oder er fällt rein, egal was die anderen sagen oder egal was die Mutter sagt oder auch wenn es eine Schwester oder eine Ex-Frau ist, das ist richtig, weil sie das gesagt hat oder er, ja, könnte ja auch ein Mann sein, der ihn manipuliert. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Das Wichtigste ist, mit wem haben wir hier zu tun? Mit einer Person, die sehr unstabil ist. Mit einer Person, die nicht mal weiß, was er will. Und natürlicherweise, er kann nicht mit sich selbst sein. Was ist es für eine Person? Die ist total, wirklich im Schwanken. Mit so einer Person kann man nicht zusammen sein, weil er sich diese Selbstliebe nicht schenkt. Weil er diesen Selbstwert nicht versteht. Und mit so einer Person kannst du nicht eine Evolution haben der Beziehung. Also du natürlicherweise schon, weil wenn du jetzt dir dieses Video anhörst und sagst, Katja, ich habe mich gefragt, was ich mit diesem Mann überhaupt soll. Oder was verbindet mich mit ihm? Dich verbindet ganz einfach eine Sache, dass du gelernt hast und er nicht.
dass du quasi rausgekommen bist, La Crescita, du siehst es ja, du gehst Richtung diese Höhe und wahrscheinlich er nicht. Oder auch gerade andersrum, ja, du kannst ja auch Mann sein und sagen, die Frau hat mein Leben kaputt gemacht, diese Frau ist das Allerletzte, die ist doch wirklich nicht stabil. Genauso ist es. Du hast aber gelernt. Durch diese Person hast du etwas gelernt, ja, in deinem Leben. Dass es auch solche Menschen gibt. Aber wie gesagt, es geht ja auch darum, dass wenn diese Person in deinem Leben wieder zurückkehrt, dass du hier auch weißt, wie du umgehen solltest. Deswegen mache ich auch diese Legung. Wie soll ich damit umgehen? Lass ihn Zeit. Weil er wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Okay? Also ich denke mir, dass es Zeit braucht. Und wenn du diese Zeit verschwenden willst, bitteschön. Keiner sagt hier, warte nicht oder tu das nicht. Ich habe dir nur einen Tipp gegeben. Das ist aber mein Tipp. Ich würde hier sagen, lass diese Person einfach los. Befreie dich von dieser Person. Das ist die beste Entscheidung, die du je gemacht hast. Diese Pause ist perfekt. Ja, vor allem würde ich sagen, für immer. Für immer würde ich mich distanzieren. Ja, okay. Machen wir weiter. Ich beschreibe jetzt hier auch noch die Situation mit den Yin und Yang Orakelkarten, weil wie gesagt, falls du jemand Neues kennengelernt hast, ja, würde ich mich jetzt hier auf die neue Person konzentrieren. Okay? Viel, viel besser. Bringt wahrscheinlich dir auch etwas, ja, weil du hast ja diese Person angezogen. Du hast die andere, die neue Person in deinem Leben angezogen. Das ist wichtig. Schauen wir mal. Guarda che bello. Wunderschön. Also ich freue mich für dich. Der Sodomio, wer auch immer zuschaut, du bist hier richtig verbunden. Siehst du? Ich sag doch, du bist verbunden mit deiner Seele. Du bist hier erwacht, du bist mit dein höheres Ich verbunden. Hier hast du eine Aktivation. Und so ein Mensch kann nicht mit so einer Energie zusammen sein. Nee, das ist nicht dieselbe Energie. Um Gottes Willen. Also ich denke, du bist hier schon sehr viel weitergekommen, ja? Entweder ist es so, dass du mit dieser Person auch geschäftlich zu tun hast. Du arbeitest mit dieser Person, könnte aber auch gut sein, dass du gerade an einer Phase bist, an dem du beruflich etwas änderst, wenn ich jetzt dich auch beschreibe. Ja, du hast beruflich etwas geändert oder hast dir einen Vertrag unterschrieben. Könnte aber auch gut sein, dass du oft wegen deinem Geschäft reisen tust, bist oft weg. Deine Arbeit ist für dich deine Ablenkung, würde ich ja sagen. Ja, du lenkst dich sehr ab von, also mit der Arbeit. Das ist aber nicht jetzt negativ gemeint, okay? Pluto, wow. Und was haben wir vorhin gesagt? Ganz am Anfang. Ich habe doch gesagt, wir nehmen Pluto und Pluto ist rausgekommen. Danke, liebe Geistige. Also ich finde das phänomenal. Ja, danke, danke. Also merkt ihr das? Wir gehen richtig in die Tiefe. Diese Transformation. Hey, das kann auch gut sein. Er transformiert sich. Er braucht hier Zeit. Er könnte das schaffen. Ja? Ich weiß aber nicht, wie lange er brauchen wird, diese Person, ja, ob es Frau oder Mann ist. Entweder hat er sich schon transformiert und du sagst, Katja, das hat hier mit seiner Vergangenheit zu tun. Er ist schon längst geändert. Er hat sich geändert, er hat es mir auch bewiesen. Ja, das ist schön. Aber falls du jetzt an dem Punkt bist, in dem du jetzt sagst, Katja, dass es noch nichts passiert, könnte gut sein, dass er sich hier verändern will oder dass er das hier einsieht, ja. Aber ich denke, das könnte ja auch deine Energie sein, dass du dich hier voll in diese Transformation befindest. Du vibrierst nicht mehr mit dieser Person. Verstehst du das? Du bist schon hier längst wo ganz anders. Definitiv. Ja, nee, ich denke nicht, dass er sich geändert hat. Du hast hier mit einer Person zu tun, que resiste. Ich bin hier. Ich blockiere mich selber, ich muss mich hüten und ich bin hier sehr resistent. Ich öffne mich nicht, nee. Also, du hast hier wahrscheinlich mit einer Person zu tun, die gar nicht das wissen möchte von sich öffnen oder neue Ideen, weißt du, eine andere Sichtweise zu erlangen. Diese Person ist nicht der Meinung, ja? Okay, machen wir weiter. Und zwar mit dem Message. Ich hole jetzt nur hier die paar Karten noch, dass ich sie ordne. Mal schauen. Message, ja. Was er hier über dich denkt. Was du hier über ihn denkst. Natürlicherweise kann das auch gut sein. Das kann aber auch gut sein. Du bist schon in einer neuen Situation. Hast jemand Neues kennengelernt, ja? Gefühle, Emotionen. Mal schauen, was die Message uns hier sagen. Nessun altro deve averti. Der hat schon Schwierigkeiten. Er ist sehr eifersüchtig, sehr.
sehr besitzergreifend. Du gehörst mir und keinem anderen. Das macht auch Pluto. Diejenigen, die mit Skorpionmenschen zu tun haben, wissen ganz genau, Pluto, das habe ich auch letztens gelesen, weil ich erfahren habe, dass mein Mann Skorpion ist in Venus. Ja, da habe ich ein bisschen gelesen. Ja, Skorpionmenschen, die sind quasi Menschen, die sehr, sehr eifersüchtig sind und auch besitzergreifend. Ja, du gehörst mir, kein anderer darf dich haben. Das ist für mich wichtig. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist falsch, wenn es auf eine gesunde Art und Weise geführt wird. Ja, mein Mann ist da auch ein bisschen, sage ich mal, eifersüchtig, aber mit den Grenzen. Ja, übertreiben braucht man auch nicht. Wir übertreiben alle nicht. Es ist wichtig, dass man nie übertreibt. Man sollte immer das Gleichgewicht halten. Ja, weil es ist ja klar, wenn in einer Beziehung auch keine Eifersucht ist, dann ist es auch keine richtige Beziehung, ja? Okay, aber wie gesagt, hier sagt schon mal die Karte, kein anderer darf dich haben. Da bin ich jetzt auch gespannt. Nun bin sale genommener Korgo. Hier sieht auch jemand zu. Hier bemerkt jemand etwas, ja? Das könnte gut sein. Du sagst hier selber, ich merke alles, was gerade geschieht. Ich weiß ganz genau, wie er drauf ist. Voglio solo divertirmi ora. Also ich denke, für dich, das Solomio, wenn du jetzt zuschaust, dass du hier wirklich dich befreist von dieser Person. Du hast dich befreit. Du hast dich eindeutig befreit. Du hast hier mit jemandem zu tun, der sagt, ich habe es bereut, schon wieder bereut. Ich habe es bereut, das, was ich dir alles angetan habe. Aber du bist schon weg. Der Zug ist schon abgefahren. Bestimmt. Weil du bist hier. Du sagst, ich möchte jetzt Spaß haben. Ich denke nicht, dass du mit dieser Person wieder zusammenkommen wirst. Das glaube ich weniger. Und du könntest auch das merken oder das mitbekommen, was er tut, wie er sich benimmt. Ja, dass du jetzt sagst, Katja, ich weiß, dass er immer noch was von mir will. Oder ich weiß, dass er kämpft. Aber umsonst, weil ich diese Person nicht mehr möchte. Ja, das könnte aber auch gut sein, dass wir jetzt hier über eine Dreieck. Ja, diese Dreiecksbeziehung reden und du hast jemand kennengelernt, okay? Eine neue Person und diese neue Person erlebt es mit seinem Ex. Also es gibt solche Situationen, ja? Das ist ja klar, dass es sowas geben kann. Dass man hier sagt, okay, Katja, ich habe diese neue Person kennengelernt, ich fühle mich wohl, aber ich weiß, dass die Ex-Freundin immer noch nervt, ja? Also du setzt das um, wenn du ein Mann bist, aspetto un messaggio. Sehnsüchtig wartet man hier auf die Kommunikation, auf eine Message von dir. Ja, also entweder wartet er hier auf dich oder du sagst, ich warte hier auf eine Message von dieser neue Person auch. Ja, das muss nicht immer die alte Person sein. Ja, aber ich denke, man wartet hier auf diese Kommunikation. Einer von euch auf jeden Fall. Wann wird sie mir schreiben? Wann ist es soweit? Vielleicht hat er dir geschrieben und du hast ihm nicht zurückgeantwortet. Du hast ihn wirklich links leiden lassen. Und ich kann dich auch verstehen, das Romeo, wenn du das tust. Ich kann verstehen, weil diese Person hat viel mit dir gemacht. Sehr viel. Du hast mit ihm sehr viel mitgemacht. Oder wenn du jetzt Mann bist, ich entschuldige mich jedes Mal, wenn ich immer in diese weibliche Form rede. Aber das ist so, ja. Ich kann das nicht ändern. Also von dem her, diese Person hat mit dir alles gemacht. Und man merkt es auch hier. Lacrime. Ich habe nicht umsonst diese ganzen Tränen geflossen, ja. Wie lange sollte ich das noch mitmachen? Wie lange? Wie lange wird das sein? Okay? Dass ich das Ganze hier mitmache. Irgendwann mal gibt es eine Grenze. Irgendwann mal habe ich diesen Limit überschritten. Und ich denke, du hast diesen Limit überschritten. Du bist hier nicht mehr mit dieser Person zusammen. Du hast dir diese Pause genommen. Gönnst jetzt hier dein Leben. Weißt wieder, was der Sinn des Lebens ist. Ja? Du weißt wieder, was Leben heißt, lebendig zu sein. Und mit dieser Person warst du nicht lebendig. Nein. Okay. Machen wir weiter. Und zwar machen wir weiter mit den Amore e Dramma. Ja, mit den Amore e Dramma Orakelkarten. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob das jetzt mehr ein Drama ist oder Liebe. Aber ich denke schon sehr viel Drama, ja? Das merkt man ja schon. Weißt du, was ich tue? Ich stelle sie jetzt dahin, weil sonst habe ich keinen Platz. Ich weiß, du siehst sie wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist nicht wichtig, weil ich habe sie dir schon gesagt. Ja, ich habe dir alle Karten quasi übersetzt. Sostituta. Rivale Sostituta.
Also ich denke hier, hat er vielleicht schon jemand Neues? Oder du hast schon jemand Neues? Das kann auch gut sein. Weißt du, das Romeo, das kann gut sein, du bist hier die Frau. Und du hast quasi einen neuen Partner. Aber immer noch irgendwo, ganz tief unten, ist er noch in deine Gedanken, wenn wir das ganz ehrlich zugeben. Ja, also man sollte immer ehrlich sein. Ich sage das auch immer, es steht zu eure Gefühle. Ja, das kann gut sein, du hast hier ein Pünktchen, Pünktchen gehabt als Freund, als Ex, aber immerhin, immer noch ist er in deine Gedanken, obwohl du vielleicht schon hier ihn, wie sagt man das, das ist wie so eine Art, sagst, okay, ich bin jetzt mit jemand anderem zusammen, ich habe jemand anderen kennengelernt, okay? Aber immerhin sind meine Gedanken bei der anderen Person, okay? Das könnte hier die erste Variante sein. Die zweite Variante ist, er hat hier eine andere. Er hat hier eine andere, die das Ganze manipuliert und steuert. Verstehst du das? Das könnte hier diese Rivalin sein. Pass auf, ja? Weil wie gesagt, er ist unstabil. Er lässt sich hier gerne manipulieren. Er lässt sich das mitmachen. Quasi, das ist wie wenn er nicht richtig an der Sache ist. Scendere compromessi. Hast du irgendwelche Situationen noch mit ihm, dass dich irgendetwas verbindet mit dieser Person und du sagst, ich möchte jetzt hier irgendwelche Kompromisse mit dieser Person finden oder ihr seid hier auf Kompromisse gekommen. Weißt du, das kann ja auch gut sein, ihr seid Arbeitskollegen oder irgendwie etwas verbindet euch. Die Kinder, kann auch gut sein, euch verbinden Kinder und man möchte hier nicht im Krieg sein zwischen einer Beziehung führt man ja keinen Krieg, aber viele machen das. Was ich mir hier aber auch vorstellen kann, ist, das ist klar, dass du jetzt hier sagst, diese Person, ja, ist schon in einer Beziehung, ja, er ist schon in einer Beziehung, hat mit dieser neuen Frau, ja, wie sagt man das, etwas im Laufe, seit Monate, aber immerhin tendiert er oder er versucht mir zu schreiben. Das ist wie wenn, ich habe das Gefühl, wie wenn er wirklich nach dir sucht. Ja, also ich sag ja, bei ihm stimmt etwas nicht bei dieser Person. Ja, ob das jetzt Frau oder Mann ist und man merkt es ja auch gleich mit diesen Karten, indem er hier, weißt du, guck mal, wie er diese Frau beobachtet. Wie wenn so. Du gehörst mir, okay? Ich weiß, ich bin jetzt mit der Frau zusammen, aber in Wirklichkeit will ich dich. Da stimmt etwas nicht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ein bisschen verheddert, sage ich mal so, ja? Zwischen euch. Du könntest hier auch eine Person sein, die auch sehr stolz ist, die sagt, nee, Katja, nach dem, was er mir alles getan hat, nachdem, dass er mir vielleicht auch fremd gegangen ist, ja, wer weiß, vielleicht ist es auch der Punkt, der das Ganze hier angezündet hat, diesen Mechanismus, will ich diese Beziehung nicht. Aber ich habe das große Gefühl, dass hier diese dritte Frau oder diese dritte Mann hier auch sein Fingerchen schön drin hat, ja. Das Ganze hier manipuliert, ja. Weil das ist wie wenn dieser Mann oder diese Frau nicht richtig denken könnte. Und ich weiß jetzt nicht, wieso kommt ihr hier auf Kompromisse? Wieso kommen hier diese Kompromisse? Ich werde jetzt gleich nachfragen. Und zwar mit den Tarotkarten werde ich hier nochmal eine Karte ziehen, weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wieso jetzt diese Karte rausgekommen ist. Weißt du, was ich auch denke? Dass diese Person, gerade eben haben das mir die Geistführer gesagt, das muss jetzt nicht für jeden sein, dass diese Person, diese Rivalin auch ihn zu dieser Sucht. Weißt du, wenn du zum Beispiel Drogenkonsum, diese Person bringt ihn zu einem falschen Weg. Durch diese Person erfährt er hier das Falsche. Verstehst du das? Falsche Freunde. Kann auch gut sein. Das muss jetzt nicht unbedingt die Freundin sein oder die Partnerin oder die neue. Das können ja auch Freunde sein, die quasi ihm zu einem falschen Weg führen. Weißt du, das ist wie wenn diese Person gerade den falschen Weg eingeht, den falschen Weg einschlägt, okay? Und was kann ihm noch retten? Das weiß ich nicht, was ihm retten kann. Auf jeden Fall, ich würde sehr vorsichtig sein. Auch von deiner Seite, falls du jetzt etwas Gutes machen möchtest, würde ich das nicht machen. Ich würde das nicht vorschlagen, ja? Okay, ich nehme jetzt nochmal eine Karte und dann schaue ich mal, was sie damit meinen. Ossessione, er ist besessen.
Er ist ständig besessen. Natürlicherweise kannst du sagen, Katja, ich bin auch besessen von ihm. Ich weiß, viele schreiben das auch als Frauen. Ich finde das toll, dass ihr das auch zugibt. Ja, Stabilität. Ich denke, entweder hast du schon jemand Neues oder du sehnst dich nach Stabilität und das ist nicht die Person, die dir das diese Stabilität geben wird. Niemals. Du wirst mit dieser Person das nicht haben. Message schon wieder. Kommunikation. Jemand wartet hier. Entweder schreibt ihr miteinander. Seid ihr Freunde geblieben? Bist du vielleicht eine Hilfe für ihn? Ja? Bist du vielleicht auch un appoggio, eine Lehne für diesen Mann oder für diese Frau? Pass aber auf. Weil ich habe das Gefühl nicht, dass er dich auch noch mitzieht. Ja? In diesem Loch. Ich sag mal wirklich in diesem schwarzen Loch. Lass dich nicht mitziehen, okay? Desolomio. Sei vorsichtig. Und die Kommunikation ist vorhanden. Entweder ist es die neue Kommunikation, du schreibst hier mit jemandem, hast vielleicht auch jemand im Chat kennengelernt, eine ganz neue Person, findest ganz nett. Weil ich habe das Gefühl, du sehnst dich nach Stabilität. Ja, das ist klar. Du willst eine Person haben, mit dem du eine stabile Beziehung führst. Und das kannst du nicht mit dieser Person. Nee, das geht nicht. Diese Person ist selber unstabil, ja? Keine richtige Person, mit der du eine Beziehung aufbauen kannst. Mal schauen, was diese Karte uns sagen möchte. Scendere compromessi. Wieso? Auf Kompromisse gehen. Wieso sollten wir hier auf Kompromisse eingehen? Wieso gehen wir hier auf Kompromisse? Mal gucken. Die Tarotkarten sagen. Wegen den Kindern. Wegen den Kindern. Oder tatsächlich ist es auch so, dass hier irgendwie eine Form ist, wie wenn du ihn verstehst, dass er kindisch ist. Ich bin gerade richtig baff. Also entweder ist es so, dass es hier Kinder eine große Rolle spielen, dass du hier auf diese Kompromisse eingehst, ja, dass du mit ihm Kinder teilst, dass du sagst, ich bin immer noch die Mutter der Kindern von ihm oder tatsächlich ich bin der Vater, aber ich habe ja auch das Gefühl, du verstehst ja diese Person, weil diese Person ist für dich sehr kindisch. Das ist wie wenn du ein drittes Kind hättest oder ein zweites Kind oder ich weiß ja nicht, ob du Mama bist, vielleicht bist du ja auch Single, aber das ist wie wenn das dein eigener Sohn wäre. Du gehst hier, du gehst auf diese Kompromisse, weil du auch, würde ich mal sagen, dieses Bedürfnis hast, einen Neustart zu haben. Also Kompromisse geht man auch ein, ja. Ich verstehe, dass diese Person unstabil ist und ich habe Angst, dass diese Person dann sich falsch benehmen könnte. Vielleicht deswegen, ja. Du hast da auch ein bisschen so dieses Befürchten, was kann passieren, ja? Was kann er tun? Oh je, oh je. Okay, ich frage jetzt hier mal diese Stabilität. Von wo kommt diese Stabilität? Ist es hier deine Karte, wenn du jetzt hier zuschaust, dass du schon jemand Neues hast? Oder kann es sein, dass du jetzt quasi mit jemand Neues zusammen bist? Oder du sehnst dich einfach? Ja, du hast noch niemanden, aber du bist auf dem rechten Weg. Mal schauen. Ja, du hast jemand, der auf dich da wartet. Sehr, sehr schön. Du erwartest hier, ja, du sehnst dich nach dieser Stabilität und du weißt ganz genau, dass auf dich eine Person wartet. Entweder werdet ihr euch sogar treffen, ihr habt sogar ein Treffen vereinbart zusammen, dass du ihn siehst. Das kann aber auch gut sein. Ich hoffe, nur wirklich, ich hoffe, ja, dass du jetzt nicht denkst, dass er das ist, dass er hier der Richtige sein könnte. Weil ich denke, bei ihm ist es gar nicht richtig. Also bei ihm tickt auch das gerade nicht richtig. Und das könnte auch gut sein, das Ganze kommt hier von dieser Person. Ich weiß jetzt nicht, ist es Frau, Mann, die ihn manipuliert. Sei vorsichtig, verstehst du das? Weil es kann gut sein, dass du hier dich auch verbrennen kannst wieder. Weißt du, wie es früher ist, weil du diese Pause genommen hast, wird es dann wieder zurück. Wird es dann wieder so sein? Außer du sagst, er hat sich geändert. Er hat hier etwas gemacht. Er hat das rüber geschafft, ja? Diese Transformation ist auch passiert bei ihm. Kann ja auch gut sein, dass diese Frau oder dieser Mann ihn zu diesem Kerl gemacht hat oder diese Frau. Er ist zu dieser Person geworden, weil er hier sich runterkriegen lassen hat. Okay? Weil ich denke, diese Rivalin ist schon eine Energie, die toxisch auch ist. Okay? Die hier sehr viel gemacht hat. Sehr. Also diese Person spielt hier eine große Rolle in dieser ganzen Situation. Okay, wie wird es hier aussehen? Wie sieht es hier aus zwischen euch zwei? Ja,
Man möchte hier diese Vergangenheit zurücklassen. Ich habe das Gefühl, du hast hier schon längst abgeschlossen. Wenn du das jetzt bist, du lässt dich hier nicht mehr involvieren, ja. Das könnte aber auch gut sein, wenn er das ist. Dass du jetzt sagst, Katja, ich weiß, dass er jetzt das gecheckt hat, dass es die Frau ist oder dieser Mann das Ganze verursacht hat, ja. Und er befindet sich wirklich in dieser Sackgasse. Er weiß gar nicht, aber er distanziert sich auch. Er ist hier bewusst geworden, weil für mich ist der Gehängte auch diese neue Sichtweise. In diese neue Sichtweise zu erlangen, sollte man auch im Leben etwas opfern können. Und ich denke, du hast genug geopfert, wenn du das bist, Soromir. Du hast genug geopfert in dieser Liebe. Sei vorsichtig und lass dich nicht nochmal von ihm oder von ihr, wie sagt man das, einreden? Sagt man das so? Einreden? Ja, überreden. Überreden. Lass dich nicht überreden. Ja, das ist einfach eine schwere Situation geworden, eine Last. Trage diese Last nicht mehr. Lass dich, befrei dich von dieser Last. Du befreist dich auch, das ist klar. 10 der Stäbe, du kommst hier. Und das ist ja auch das, ja? Das ist ja das, wie wenn du sagst, das Ganze habe ich wirklich schnell bewältigt. Sehr schnell. Ich habe keine andere Wahl, es so zu bewältigen. Ja, weil diese Situation ist wirklich, das ist wie wenn du sagst, von heute auf morgen, ja, hat diese Situation dieses ganze Stress verursacht, ja, was hier alles auf dich zukommt, das ist eine Situation, die du nicht mehr ertragen kannst, wirklich nicht mehr ertragen kannst. Ich denke, es könnte aber auch gut sein, dass du mit dieser Person irgendwie beruflich, ja, also das ist so, man hat hier eine Situation, ja, in dem man immer mehr und mehr in einen Streitigkeit verwickelt wird. Also ich habe das Gefühl, diese Person hat dich in irgendetwas verwickelt oder es ist wie wenn du nicht mehr rauskommen würdest. Wie wenn diese Person immer wieder in deinem Leben Dinge bringt, ja, Situationen, du sagst, ich habe wirklich die Schnauze voll. Immer wieder, immer wieder, immer wenn diese Person kommt oder auch wenn sein Name erwähnt wird, verstehst du das wirklich? Auch wenn sein Name erwähnt wird, das ist schon Stress für mich, ja? Purer Stress. Die Königin der Stäbe. Ja, Familie. Also ich habe hier mehrere Situationen. Entweder ist diese Königin der Stäbe hier das Ganze, La Malefica. Das ist diese böse Frau, die hier alles macht. Ja, wer weiß, vielleicht ist auch sie die Rivalin. Manchmal, ich weiß, die Königin der Stäbe kann manchmal wirklich gemein sein. Die kann wirklich gemein sein und sich das holen, was sie will. Ich sage das immer wieder. Ja, die Königin der Stäbe ist eine wunderschöne Energie, aber jede Königin hat ein Pro und ein Contra. Und die Königin der Stäbe ist eine Frau, die wirklich besitzergreifend auch sein kann. Das ist ein Feuerelement und ich hole mir das, was ich will. Auch wenn ich jetzt hier kämpfe. Ich kämpfe bis am Ende, ja. Das kann aber auch gut sein, dass diese Situation hier auch mit Geld zu tun haben könnte. Nicht nur Liebe. Hier spielt auch Geld eine große Rolle, das oder mir. Weißt du, manchmal streiten sich die Menschen, die gehen auseinander, die machen sich Krieg wegen Geld. Ich lasse meinen Mann nicht, ja, weil ich weiß, ich habe eine Stabilität. Ich möchte diese Stabilität nicht verlieren. Oder ich lasse jetzt, oder ich verlasse nicht meine Frau, weil ich ganz genau weiß, ich muss ihr dann die Hälfte geben. Oder etc. und etc. Ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr intensiv reingehen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Königin der Stäbe hier an dieser Situation schuld ist. Dass ihr dieses Hauptthema von dieser Königin der Stäbe kommt. Ja, du könntest dir auch sagen, du bist der Mann und du sagst, Katja, genauso ist es. Diese Person ist hier Stress pur. Sie verursacht hier nur Stress. Sie tut das, ja. Sie ist diejenige, die das Ganze hier verursacht hat. Ja? Sie lässt mich nicht mehr atmen. Ja? Weil wenn du jetzt ein Mann bist, das ist ja klar, diese Königin der Stäbe könnte ja eventuell auch diese Person sein, ja, die auch toxisch sein könnte. Das kommt immer drauf an. Aber ich denke, hier spielt die Familie. Vielleicht habt ihr auch Kinder miteinander oder quasi sie oder er, ja, hat Kinder mit dieser Dame und diese Dame macht ja Probleme.
Weißt du, mach dir dein Leben zur Hölle. Du wirst nie wieder glücklich sein. Ich möchte nicht, dass du glücklich wirst. Also hier habe ich das Gefühl. Rivale, und das ist hier nochmal, das wird hier bestätigt. Deswegen sage ich ja, pass auf, zieh dich nicht noch rein in diesen Loch. Du als dritte Person, wenn das hier eine Dreiecksgeschichte ist, lass die Finger. Lass die Finger. Ich weiß, dass du vielleicht erwartest, dass diese Person irgendwann mal auf dich zukommt. Irgendwann mal sich vielleicht verändert oder er hat dir etwas versprochen. Aber ich weiß nicht, ob das so sein wird. Weißt du? Weil nicht, dass du jetzt auch noch mitbezogen wirst, ja? Jemand möchte sich diese Situation hinterm Rücken lassen. Aber das wird nicht so sein. Das wird nicht leicht sein. Diese Situation wird wieder hier auftauchen. Solange du gucken kannst, ist die Situation schon da. Ach, der Stier ist immer diese Karte, die schnell ist, ja? Eine Situation, in dem du hinguckst und sagst, boah, jetzt erlebe ich das wieder mit dieser Frau. So eine Situation, ja? Also auf jeden Fall haben wir hier mit jemandem zu tun, der wirklich hier nicht locker lässt. Okay? Wie gesagt, falls du jetzt wirklich mit dieser Person, ja, zusammen sein möchtest und du sagst, Katja, ich warte auf ihn, wenn du das denkst, dann mach das. Aber ich als Tipp würde dir hier sagen, nee, mach das nicht. Rentiert sich nicht. Eher guck, dass du, sagen wir mal, dich entfernst langsam, ja? Dass du vielleicht auch gar nicht mal mit ihm schreibst oder mit ihr. Das würde dir vielleicht auch mehr geben, ja? Also auf jeden Fall entferne dich, würde ich hier sagen, als Tipp und schau, dass du dich um dein Leben dich kümmerst, dass du hier vielleicht auch rausgehst, Spaß hast in deinen jungen Altern. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist oder auch wenn du älter bist, geh raus, habe Spaß, verschwende nicht deine Zeit mit so einer Situation, würde ich ja sagen, ja? Jetzt schauen wir mal, was uns noch diese wunderbaren Love-Orakel uns mitgeben auf dem Weg, um was es hier auch noch geht. Die möchte ich auch noch ziehen. Mal schauen, um was es hier geht. Ich habe dir gesagt, das wird hier eine lange Legung. Das wird eine lange Beauty Queen. Schönheitskönigin, das könnte hier deine Energie sein. Wieso brauchst du das Ganze? Du hast hier alles, was du brauchst. Du bist hier als schöne Dame dargestellt. Ja, du kannst vielleicht auch viele Männer erobern. Ja, aber hängst immer noch. Ja, Hindernisse. Eine Dame, das kann aber auch gut sein, dass diese Schönheitsqueen hier immer noch diese Königin der Stäbe ist. Die Ostacoli, gemette die Hindernisse. Sie setzt diese Hindernisse auf deinen Weg, ja? Sei vorsichtig, bitte. Als Frau gebe ich dir diesen Tipp. Sei vorsichtig, weil ich sag ja, die Königin der Stäbe ist auch eine Hexe. Ich sag ja, sie ist eine Hexe, ja? Sie wird auch so dargestellt. Und wer Karten legt, weiß es ganz genau, ja? Und hier ein junger Mann. Zwischen dir und dieser junger Mann ist ein Hindernis. Ganz einfach und ganz eindeutig, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Königin der Stäbe ist, die das tut, aber ich denke schon. Und diese Hindernisse, ja, die sind nicht leicht. Ich würde hier wirklich aufpassen. Du bist eine schöne Frau, wahrscheinlich bist du hier auch diese Frau. Und ich würde mir jetzt nicht das Leben verderben lassen von dieser Frau. Ja, nur weil du jetzt hier, sagen wir mal, von diesem jungen Kerl auch fasziniert bist, dass er hier dein Herz erobert hat. Das könnte aber hier auch gut sein, das ist der Sohn. Ja, das könnte auch gut sein. Das ist eine Mama, die wirklich, wirklich hier die Hosen trägt und sagt, wo es lang geht, dem Sohn. Ja? Ich setze mich hier zwischen euch zwei. Quella Pietra, dieser Stein ist sie. Also ich muss jetzt gerade lachen, aber ich stelle mir vor, wie sie sich dahin hockt in der Mitte und sagt, nee, ich möchte das nicht. Weißt du, wie viele Mütter es gibt, die so sind? Ja? Also ich sage immer, bei uns ist es auch Sitte. Also ich habe Glück, ich habe keine Schwiegermutter. Ich sage Glück im Unglück sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Glück ist, aber ich sage mal ja. Aber viele Schwiegermütter, die übertreiben das. Ja, also viele von uns, ja, sagen das auch. Wir heiraten nicht nur den Mann, sondern wir heiraten die ganze Familie, weil du hast immer die Schwiegermutter am Hals. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir abläuft, was gerade ist, aber das könnte ja auch eine Mama sein, ja? Nicht nur, ja? Die Ex-Freundin, die Ex-Frau oder noch immer noch die Frau, ja? Okay, was ist es hier für eine Verbindung? Was ist es hier für eine Verbindung? Mal schauen, was die Liebesbotschaftskarten sagen von den Engeln. Was ist es hier für eine Verbindung? Was ist zwischen euch zwei? Verlobung?
Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Okay, entweder hast du hier das Glück und du wirst jemand kennenlernen, an dem du wirklich eine schöne Beziehung führen kannst, indem du sagst, Katja, ich habe die richtige Person angezogen, das wünsche ich dir toi toi, wirklich von Herzen. Aber ich habe ja auch das Gefühl, dass dieser Kerl hier vielleicht auch gezwungen wird. Stell dir mal vor, du hast wirklich hier mit einer Mama zu tun. Weißt du, es gibt viele. Es gibt viele, ich sage das immer wieder, ich habe Kontakt auch, ich habe ganz viele türkische Freunde, ich hatte auch türkische Freunde, Kumpels, die mit Deutsche zusammen waren, ja, das war die Hölle. Das war die Hölle. Ich war selber auch mit einem zusammen, ja. Die Eltern wollten das auch nicht, aber das war ihm scheißegal, bin ich ganz ehrlich, ja. Er war Türke, auch Kurde, auch, ja, der war auch ein Kurde. Es gibt ja Kurden, Türken, ja, die sind da jetzt nicht so. Das ist ein bisschen unterschiedlich, ja. Die sprechen noch anders, ja. Aber auf jeden Fall, es kann auch gut sein, dass dieser Typ hier jemanden heiraten sollte, die nicht passt oder mit dem er gar nicht diese Liebe hat. Ja, ich kenne das von ganz vielen. Also diese Tradition, ja, man gibt hier diese Tradition, man möchte hier, dass der Sohn mit jemand anderem heiratet. Das könnte hier auch dieses Obstakel sein, dieser Hindernis, ja? Was haben wir hier? Versöhnung. Was wird ihr hier euch versöhnen? Oder die Versöhnung findet von den beiden statt, ja? Von der Ex-Frau. Also hier sollte man aufpassen, ja? Ich bin da auch sehr vorsichtig, bitte, ich gebe dir nochmal diesen Tipp. Halte dich fern. Wenn du merkst, dass diese Situation nichts für dich ist, halte dich fern. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in deinem Leben. Ja, das könnte gut sein, dass es hier diese dritte Person ist, wie wir schon gesagt haben. Von ihm seiner Seite auf einmal kommt die Ex wieder und das Ganze. Oder die Ex hat nie aufgehört zu nerven. Ja, okay. Aber auf jeden Fall würde ich hier aufpassen. Also ich gebe dir diesen Tipp. Halte dich ein bisschen so, ich würde gar nicht sagen ein bisschen, sondern halte dich fern von dieser Situation, auch wenn es hier eine Mama ist, weil ich denke, die Mama wird immer da sein, ja, natürlicherweise kommt es drauf an immer, ja, wenn sie dann diese Dimension verlässt, aber das würde ich mir nicht trauen, ja, wenn sie vor allem so agiert, sie möchte vielleicht dich nicht für ihren Sohn haben oder sie möchte einfach nicht, wenn du jetzt ein Mann bist, du sagst, ich habe jemand kennengelernt, der eine ganz andere Religion hat, das spielt immer noch heute eine große Rolle, denk nicht, dass es aus der Welt ist. Immer wieder, also glaubt mir, mit immer wieder habe ich mir gedacht, wow, wir sind im 2023, immer wieder, auch woher ich komme, ja, da sind die Menschen immer noch streng, die haben diese Mentalität, ja, auch bei uns im Süden gibt es solche Menschen noch, ja, wirklich, die sagen, nee, du heiratest jetzt den nicht, weil er nicht richtig ist, ja, hä, da denke ich mir, solltest du ihn heiraten oder heiratet ihn die Tochter oder der Sohn, das verstehe ich nicht, das ist jetzt nicht so meine. Ja, das sind so diese Bedenken, ja, dass ich immer denke, wieso machen sie sowas, ja? Ich bin ja selber auch Mutter, ja? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich könnte meiner Tochter einen guten Tipp geben oder meinen Sohn, ja? Aber letztendlich lebt sie ihr Leben, ja? Nicht ich. Ich heirate ja nicht mit diesem Mann oder mit dieser Frau. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, das ist hier eine Wahnsinnlegung. Auf jeden Fall. Hier gibt es irgendwie, also eine Versöhnung und natürlicherweise erreicht diese Situation ja auch einen anderen Level oder hier kommt etwas auf dich zu, würde ich sagen, aber wie gesagt, es liegt ja auch an dich, an dir, Entschuldigung, ja? Okay, mal schauen, was die Sternzeichen uns hier sagen. Oh, hier sind ganz viele gefallen. Okay, hier gucken auch sehr viele zu. Alle Wasserelemente, du hast hier Fische, du hast hier Skorpion, Krebs, also das könnte hier dein eigener Sternzeichen, Venus, Aszendent, aber auch diese Person, Neptun auf Fische, Merkurier, du hast hier Jungfrau, Zwillinge, nochmal Zwillinge, mal schauen, was wir hier haben, Pluto, Skorpion, das sind die Sternzeichen, ja, also die Sternzeichen müssen nicht unbedingt resonieren, das oder mir, das ist klar, das ist jetzt hier nur noch wie sagt man das, ich mache das extra, ja, damit du auch sehen kannst, okay, kann ich resonieren, aber das muss es nicht, ja. Ich freue mich natürlicherweise über einen Feedback, ja, und ich sage mal, pass auf dich auf, das Romeo, wir sehen uns bald, ja. Mach's gut, ciao!